Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem der spannendsten Videos diesen Monats. Und zwar wisst ihr, der September ist die Zeit der Sortiments-Updates. Und ich habe mir einige Produkte von Essence selber gekauft, die es jetzt schon online gibt. Und ich glaube, ab Mitte des Monats, also nächster Woche ungefähr, bei euch in der Drogerie sein wird. Richtig, richtig gespannt bin ich. Was für ein Satz. Ich bin richtig gespannt, denn es sind wirklich Produkte dabei, wo ich mir denke, wow, das habe ich gebraucht, das möchte ich haben und das müsst ihr kennenlernen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Sachen können und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Wenn ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bin dreimal die Woche hier, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werden würdet. Für euch ist es nur ein Klick, für mich bedeutet das die Welt und ja, Freunde. Es ist ganz spannend. Bevor wir loslegen, möchte ich noch eine ganz kurze Sache ansprechen. Das Video von Montag ist nicht mehr online. Ich habe nochmal reflektiert und ich weiß, dass ich vielleicht nicht nur nicht fair war, sondern auch einfach sehr voreingenommen an die ganze Sache rangegangen bin. Ich habe auch auf euer Feedback gehört und ihr habt natürlich auch nicht alles in dem Video gesehen, was ich vorher mit der Palette gemacht habe. Ich wollte es einfach nochmal ansprechen, weil ich habe das Video runtergenommen, damit es nicht mehr online ist, weil ich nicht wollte, dass sich meine Meinung noch weiter verbreitet. Aber auch, weil es wirklich teilweise sehr, sehr böse war in den Kommentaren und das wollte ich nicht für Leute, die unvoreingenommen an das Video rangingen. Also, ich habe die Palette soeben bekommen, heute ist Dienstag. Es wird ein neues Video mit der Palette geben. Ich werde dann noch ein paar andere Produkte mit benutzen, die eine zweite Chance vielleicht verdient haben. Aber ich wollte es einfach nur noch mal kurz adressieren, dass das nicht so unter den Tisch gekehrt ist. Vielen Dank für die konstruktive Kritik und die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Und ich nehme das zur Kenntnis, ich nehme das mir sehr zu Herzen und ich möchte, dass ihr den Content bekommt, den ihr wollt. Und das war halt alles im Moment ein bisschen viel. Ich bin auch ehrlich mit euch, ich bin gerade echt auf Anschlag. Heute bin ich sehr entspannt und ich freue mich riesig, denn wir haben ganz, ganz tolle neue Produkte hier, Freunde. Essence hat rausgehauen. Das neue Sortiment ist jetzt online schon da. Manche Produkte gibt es auch schon bei Müller oder so. Und ich würde vorschlagen, wir fangen an. Wir haben genug Zeit. Es kann ein bisschen länger werden. Ich möchte nicht durchhetzen. Und wir fangen an mit dem ersten Produkt. Das ist aus dieser Hello Good Stuff-Reihe ein Face Serum. Hydrate and Glow mit Pineapple-Extrakt. 97% natürliche Ingredienzen. Und das soll, Gott, ich kann nichts mehr lesen. Bye bye bad stuff, hello good stuff. Gesichtsserum mit Ananasextrakt für 97% natürlichen Inhaltsstoffen, Hyaluronsäure und Glycerin spenden optimale Feuchtigkeit. Auf die gereinigte Haut auftragen, vegan. Das erinnert mich so ein bisschen an das von Glow Recipe, heißt das glaube ich. Da gibt es ja auch so ein Pineapple Serum. Ich gebe mir jetzt erstmal so einen Spritzer hier rauf. Ich finde, es riecht tatsächlich gar nicht. Sehr flüssig. Es riecht minimal, also wirklich minimal und fühlt sich auf dem ersten Touch sehr, sehr gut an. Es zieht super schnell in die Haut ein und es wird so ganz leicht ein bisschen klebrig. Finde ich gut. Ich finde toll, dass Essence, auch Catrice weiß ich, die probieren diese natürliche Produktlinie einfach ein bisschen auszubauen. Finde ich super, weil es sind teilweise Sachen in Make-up, die müssen da einfach nicht rein. Manche Sachen, die müssen rein, da gibt es noch keine guten Alternativen für, dass die Qualität auch gleichbleibend ist. Aber bei den Produkten, wo man es kann, finde ich es bombastisch, wenn die Marken das umsetzen. Also ich habe so einen ganz, ganz fein, zarten Glow auf meiner Haut. Fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Die Preise generell, Freunde, das wisst ihr, das sind Essence-Preise. Da ist ja nichts jetzt hier mit, auch 40 Euro. Nee, ich glaube, das teuerste war die Lidschattenpalette. Es gibt aber noch ein weiteres Produkt für die Base. Und das ist aus dieser Primer-Reihe. Die gab es, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren kam die raus. Und jetzt gibt es dazu eine Ergänzung. Das ist der Prime Plus Studio Protecting and Skin Perfecting Primer. Der hat Lichtschutzfaktor 20 mit drin und soll schnell einziehen und eine leichte Textur haben. Die Haut sieht deutlich ebenmäßiger aus. Hier sind 30 Milliliter drin, kommt in so einer Quetschflasche und das ist halt wirklich einfach so eine weißliche Konsistenz. Okay. Okay, es hat wirklich was von Sonnencreme. Sie ist sehr, sehr dick, die Textur. Das reicht, ich sage es gerne immer noch mal dazu, das reicht natürlich nicht aus als Sonnenschutz. Also auch im Winter, bitte Freunde, tragt euren Sonnenschutz. Es ist ganz, ganz wichtig, denn eure Haut
wird es euch danken. Manche Sonnencremes funktionieren immer nicht so gut mit Make-up. In Primer finde ich das immer schon eine schöne Alternative. Ich gebe mir aber noch ein bisschen mehr rauf, weil er fühlt sich wirklich gut an. Also er ist gar nicht flüssig, sondern er ist wirklich von der Textur her wie der von Milk Make-up, dieser Vegan Milk Moisturizer. Also First Impression sehr gut. Es hat tatsächlich so einen leichten White Cast im Gesicht hinterlassen. Aber wenn wir jetzt Make-up raufgeben, finde ich das nicht ganz so schlimm. Freunde, ihr wisst, ich liebe Foundations und ich liebe es, neue Foundations zu testen. Und falls ihr mein Video mit der Catrice Foundation noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in dieser Ecke. Essence hat sich gedacht, wir auch, und haben eine neue Foundation-Reihe rausgebracht. Das ist die Pretty Natural Foundation, eine Hydrating Foundation mit Hyaluron und Aloe Vera. Ihr wisst es, Maxim und Farben raussuchen online. Es funktioniert nicht, deswegen habe ich zwei verschiedene Farben gekauft. Einmal die 030 und die 220. Der Sprung dazwischen ist gigantisch groß, aber wir mischen das Ganze so ein bisschen. Ich schaue mir erstmal hier die 220 an. Ja, sie ist wirklich recht dunkel. Aber ich sag euch erstmal, was die Foundation können soll. Die kostet, glaube ich, 3,99 oder so, also auch sehr günstig. Das Packaging ist natürlich auch ein bisschen günstiger. Ich finde, das ist aber nicht ganz so schlimm, wenn ich auch nur 3 Euro ausgegeben habe. Feuchtigkeit spendendes Make-up mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Langanhaltende Formulierung mit natürlicher Deckkraft, Finish und zartem Hautgefühl. Natürliche Deckkraft ist für mich immer so sehr, sehr soft. Ich bin gespannt. Ich mische mir jetzt erstmal so ein bisschen Foundation an und wir schauen mal, was das können soll. Also die Shade Range der Foundation, finde ich online zumindest, sah sehr, sehr gut aus. Also es waren, nagelt mich bitte nicht drauf fest, 20 Foundations oder so. 15, 20 Farben auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene und ich glaube, ihr könnt den Unterschied gut sehen. Ich mische mir das Ganze hier einmal auf meiner Hand erstmal und schaue, wie die Farbe aussieht. Ja, ein bisschen gelblich. Was ist hier eigentlich los heute? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir können es ja dann immer noch aufhellen. Ich benutze zum Auftragen meiner Foundation wieder meinen Make-up-Schwamm. Den gibt es jetzt auch bei Amazon, bei Otto, online, bei Rossmann. Eigentlich überall, wo ihr Make-up kaufen würdet. Ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite und dann hole ich euch ein Stückchen näher ran. Farbe sieht aber so auf den ersten Eindruck ganz gut aus. Ich habe die Kamera noch mal ein kleines Stückchen dunkler gestellt. Also die Deckkraft würde ich tatsächlich als leicht beschreiben. Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht so der Maßstab für Foundation-Deckkräfte, Deckkräfte beschreiben. Die Kamera ist jetzt sehr dunkel, aber so könnt ihr einfach am besten meine Haut sehen und die Hautstruktur. Ich mische mir mal noch so ein bisschen was an, weil mir das definitiv noch nicht reicht. Der Schwamm saugt natürlich auch so ein bisschen was weg, aber ich baue mir das Ganze einmal auf und ihr seht sofort, also hier mache ich gerade die zweite Schicht, ich kann die Deckkraft auf jeden Fall aufbauen. Das finde ich gut, ohne dass es irgendwie jetzt auf dem ersten Eindruck crusty aussieht. Mir hat sogar schon eine Zuschauerin geschrieben, dass ich mir die Foundation unbedingt einmal angucken soll, denn die ist damit total begeistert und sie schrieb auch extra dazu, ich glaube, die gute war sogar 40 und sie meinte, das sieht total schön auch auf ihrer Haut aus. Ich kann natürlich immer nur für meine Haut sprechen, deswegen bin ich sehr, sehr darauf angewiesen, auf euer Feedback. Also das könnt ihr mir gerne immer in die Kommentare schreiben. Okay, ich habe die Foundation einmal eingearbeitet. Wir schauen mal im Spiegel und schauen uns das ganze Spektakel einmal an. Also Deckkraft nach der zweiten Schicht ist dann wirklich auch eine Medium Coverage. Sehr, sehr schönes Hautbild, sieht sehr, sehr feucht auf der Haut aus. Hat so ein bisschen was von so einer sehr, sehr satten Tagescreme mit ein bisschen Farbe, aber mehr Farbe. Also hat das Sinn gemacht? Nicht wirklich, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Also es gefällt mir auf der Haut sehr, sehr gut. Ich schreibe euch wie immer am Ende des Videos einfach unten nochmal in die Kommentare so ein kleines Fazit. Falls ich es vergesse, erinnert mich bitte in die Kommentare dran. Ich trage die Foundation einfach nachher nochmal und dann kann ich euch da so ein kleines Langzeit-Update auf jeden Fall schon zugeben. First Impression gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Für den Preis, ich glaube, man weiß schon immer sofort, kann das was werden oder kann das irgendwie nichts werden. Foundation sieht auf jeden Fall top aus. Ich glaube, dass man gar nicht so viel Puder braucht, auch wenn sie sehr luminous ist. Aber sie sieht sehr, sehr ebenmäßig auf der Haut aus. Und natürlich, ich habe einen neuen Primer und ein Serum benutzt. Also ich muss das Ganze natürlich für eine richtige Review auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer testen. Aber so, damit ihr einen First Impression Eindruck haben könnt, here I am. Okay, Concealer habe ich nicht gekauft. Ich würde das Ganze einmal kurz setten. Und bin gleich wieder da. Okay, ich habe das Ganze einmal gesettet.
Ich habe auch, ehrlich gesagt, gar kein Problem gehabt. Der Concealer hat sich sehr, sehr gut verblenden lassen. Ich nehme nochmal so ein bisschen überschüssiges Puder weg. Und ich habe auch wirklich nur eine ganz, ganz leichte Schicht Puder genommen. Ich bin extrem hell und es sieht in der Kamera viel krasser aus, weil der Hintergrund halt fast dieselbe Hautfarbe hat wie ich, ne? Also, in der Kamera, finde ich, sieht es sehr unpassend aus und sehr hell. Ich schwöre, es sieht nicht so hell in echt aus. First Impression, wirklich sehr, sehr schön auf der Haut mit der zweiten und zweieinhalbsten Schicht. Fantastisch. Ich habe auch nur minimal Puder benutzt. Ich glaube, das reicht auch an Puder. Es geht weiter mit Bronzer. Da gibt es auch zwei verschiedene. Und zwar haben wir einmal den Hello Good Stuff Matte & Glow Bronzer mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen, Nourishing und mit Kakao. Und dann haben wir hier nochmal den Natural Glow Bronzer. Der sieht aus, als gäbe es den schon mal. Wir probieren jetzt erstmal den hier auf der einen Seite. Der soll, ich weiß nicht, ob er nach Bitterschokolade riecht oder ob das jetzt nur mein Gehirn ist, was mir sagt, weil da eine Kakaobohne drauf ist. Maxim, es riecht nach Kokos, nach Kakao. Ihr seht schon, hier oben der Bereich ist Glow und der untere ist matt. Wir benutzen jetzt den auf der einen halben Seite. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen rein und den tragen wir jetzt einmal auf der ersten Hälfte meines Gesichtes auf. Doch, er riecht nach Kakao. Okay. Also, ich schaue jetzt einmal gerade in die Kamera. Ihr seht sofort einen aufgewärmten Effekt. Ich mache eine ganz, ganz, ganz kurze Pause, denn es hat sich gerade jemand entschieden, direkt vor meinem Fenster mit einem Laubbläser durch die Gegend zu pusten. Bis gleich. Okay, ich glaube, er ist fertig geworden. Also, ich habe das Ganze jetzt noch mal so ein paar Minuten sitzen lassen. Die Base gefällt mir wirklich gut. Also, das sieht nicht aus, und ich sage das immer dazu, das klingt immer eher so abwertend, aber das meine ich gar nicht so, sondern meine Base sieht nicht aus wie 7 Euro. Das sage ich immer wieder. Freunde, spart euer Geld. Ihr müsst nur wissen, in welche Drogerieprodukte ihr euer Geld investiert, und dann könnt ihr wirklich ein High-End-Finish haben. Das zeige ich immer wieder. Das gefällt mir sehr gut. Der Glow ist sehr soft, sehr leicht und der ist recht warm. Wir probieren auf der anderen Seite nochmal den anderen Bronzer. Ich nehme auch extra einen anderen Pinsel hier. Und da benutzen wir den Natural Glow Bronzer. Der hat ein sehr, sehr schönes Pressing drin. Okay, der hat ein bisschen mehr Kickback. Ich klopfe einmal kurz ab und dann setzen wir uns den hier hin. Okay, der hat auf jeden Fall wesentlich mehr Bums. Also den muss man nicht so krass aufbauen, sondern der ist dann einfach da. Ich finde, man sieht aber farblich eigentlich jetzt nicht so den Unterschied. Und dann würde ich sagen, okay, dann nehmt doch einfach den mit natürlichen Inhaltsstoffen. Ich glaube jetzt hier nicht, dass das Ding euch umbringen wird, aber der gefällt mir wirklich gut. Okay, okay, okay. Blush habe ich nicht gekauft. Ich glaube, es gab nur ein oder zwei verschiedene neue Blushfarben. Deswegen benutze ich jetzt hier einfach von BH Cosmetics die Truffle Blush Edition. Generell, ich sage es immer wieder dazu, falls neue Leute dabei sind, mit dem Code MAXIM10 könnt ihr auf alles bei BH Cosmetics sparen. Ich nehme den Pinsel, gehe jetzt hier so ein bisschen in diese beiden Farben rein und setze mir den hier hin. Cute. Ich liebe meine Base gerade. Das sieht echt schön aus, oder? Schreibt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare, wie ihr meine Base findet. Auf einer Skala von 1 bis 10? Fantastisch. Also ich sage es immer wieder, ne? Aber Essence und Catrice und die ganzen Drogeriemarken, auch die günstigeren Drogeriemarken, ey, die knallen raus mittlerweile, das ist unglaublich. Ich habe euch wieder ein kleines Stückchen herangeholt, denn wir zaubern mal schnell was auf die Augenbrauen. Und zwar habe ich zwei Produkte gekauft. Einmal die Brow Pomade. Ich habe die in der Farbe 02. Und hier hinten ist die Pomade drin. Und dann gibt es noch hier so ein Pinsel. Wir probieren den Pinsel jetzt erstmal aus. Und das gebe ich mir hier vorne nur hin. Okay, es ist nicht meine Farbe. Wobei, sie ist sehr kühl, die Farbe, die 02. Soll angeblich auch wasserfest sein. Longlasting und smudgeproof. Also, dass man es nicht verwischen kann. Aber es ist definitiv nicht meine Farbe. Also, sie ist zu hell. Aber falls ihr blond oder grauhaarig seid, könnte das eine gute Farbe sein. Ich will damit auch wirklich nur so ein bisschen die Lücken auffüllen und damit geht's eigentlich. Ich finde, meine Augenbrauen sind oft ein bisschen zu warm. Ändere ich was dran? Nein. Möchte Essence was dran ändern? Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss man sich jetzt kaufen. Ein anderes Produkt, Freunde. Und
Ach, mir blutet das Herz, aber eigentlich auch nicht. Denn ihr wisst ja, dass ich vor Jahren von Catrice diesen Brow Definer hatte. Und irgendwas haben sie geändert, glaube ich, an der Spitze. Das ist der alte noch. Und der neue hat eine sehr, sehr weiche Spitze. Die ist auch ein Stückchen länger und ein Stückchen dicker. Und ich finde, man kann damit nicht so gut einzelne Haare nachmalen. Was ich damit gerne mache, mit dem neuen Brow Definer von Catrice, in der hellsten Farbe male ich mir die Kontur hier unten lang. Und ihr könnt damit wirklich eine sehr gerade braune Kontur nachziehen. Zum Haare ziehen finde ich den nicht so gut, aber für das hier ist der perfekt, weil ihr spart euch diesen Schritt mit einem Pinsel, das mit einer Pomade zu machen. Also dafür von Catrice top. Und Essence hat auch was rausgebracht und das ist der Tiny Tip Precise Pen. Und die Spitze ist wesentlich kleiner. Und ich male euch mal eine hier auf. Ja, die ist viel, viel fester und viel, viel präziser. Und wir malen uns jetzt einfach mal ein paar Braunhärchen rein. Yes! Ups, was habe ich hier gemacht? Was war das? Habt ihr jetzt gesehen, was ich hier gerade gemacht habe? Ich nicht. Wow! Essence. Oh Gott, endlich. Darauf habe ich gewartet. Der ist noch besser als der von Catrice, der erste. Das ist krass, weil ihr wirklich die präzisesten Härchen mit reinmalen könnt und die Augenbrauen sehr, sehr fluffig machen könnt. Ich liebe das. Ist vielleicht nicht für alle was, aber die Kombination, der für unten und der für dann so zum Durchmalen die Härchen, mega. Das sind keine echten Haare, das ist dieses Ding. Und man kann ihn schütteln und dann kommt auch wieder so ein bisschen Farbe mit raus. Semi-permanent mit feiner Spitze für einen sehr präzisen Auftrag. Gut, wir haben noch einen Highlighter. Das ist The Highlighter. Und das soll ein Luminous Glow geben. Ein seidig weicher Puder-Highlighter, der deinen Teint zum Strahlen bringt. Die Textur lässt sich aufbauen und den natürlichen Glow schöner erscheinen. Okay, heißt also, er ist recht soft. Ist für manche gar nicht so schlecht. Ich mag es ja gerne, wenn es so ein bisschen ist. Ich nehme hier einen Pinsel von Letizia, gehe hier einmal rein. Pinsel sieht sehr soft benetzt aus. Okay, she's not soft. So viel zum Thema softer Highlighter. Okay, ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Und kann immer noch highlighten. Der ist sehr icy, also der ist ein bisschen heller, als er jetzt hier im Fännchen erscheint. Hier sieht er ja so ein bisschen champagnerfarben aus. Ich nehme nochmal so ein bisschen was weg. Aber sehr schön, subtil, wenn man ihn subtil benutzt. Sieht weich auf der Haut aus. Aber Highlighter, also ist ein süßes Ding, wenn er einen neuen Highlighter sucht, der sehr, sehr günstig ist. Ja, schön. Freunde, wow. Bis jetzt war nichts dabei, wo ich gedacht habe, das ist wirklich überraschend. Also, was heißt überraschend? Das klingt auch immer so negativ. Aber wirklich top. Wir machen weiter mit Lidschatten, Freunde. Oder wollen wir erst unser Gesicht ein bisschen setten? Ja, komm, wir setten das erstmal. Das ist hier auch aus der Hello Good Stuff Reihe. Ich finde es mega, dass sie das ausgebaut haben. Ein Hydrating, ein fixierendes und ein refreshendes Spray mit Wassermelonenextrakt. Hier sind 50 ml drin. Das Ganze ist auch vegan und soll mit 90% natürlichen Inhaltsstoffen sein. Hier sind kein Mikroplastik drin, keine Mineralöle, keine Parabene und keine Silikone. Wow, come through. Kennt ihr, also erstmal Sprühnebel toll, kennt ihr, oh Gott, Kindheitserinnerung. Es gab früher beim Kiosk immer so Zucker, was man, so Zuckerwasser, so saures Zuckerwasser, was man sich ins Gesicht gesprüht hat. That's it. Aber können wir kurz über diesen Glow reden? Natasha Denona. Wir lassen das Ganze einmal kurz so ein bisschen setten und ich zeige euch in der Zwischenzeit meine Lidschattenpaletten. Ich habe da nicht so ganz aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nämlich zwei gekauft und sie sehen fast identisch aus. Ich habe hier einmal die The Brown Editions Lidschattenpalette. Auch die sieht ein bisschen aus wie die Natasha Denona Bronze Palette. Und zu dieser City Palettenergänzung, da gab es ja einige schon, gibt es jetzt eine neue. Und das ist die Konnichiwa Tokyo Palette. Auch die sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich glaube, wir benutzen diese hier und ich werde euch dann demnächst nochmal eine hier zu zeigen, weil das ist ja im Prinzip, kommt das dem ja schon recht nah, oder? Palette sieht sehr gut aus, Freunde, meine Base. Schaut euch das bitte an. Extrem glowy, saftig,
Wow. Es riecht immer noch ganz leicht nach Wassermelone. Aber so zart, also so, dass ich es mag. Ich bin nicht so der größte Freund von Wassermelone. Hier ist ein Spiegel mit drin und das ist Palette Nummer 11 tatsächlich schon. Ich weiß noch, da war ich auf dem Essence-Event, da haben sie die ersten vier, glaube ich, sogar erst gezeigt. Und wir schminken einen kleinen Look. Ich fange als erstes an mit einem kleinen Pinsel und gehe in dieses dunkle Braun. Hat ein bisschen Kickback, aber das ist nicht so schlimm. Und das setze ich mich hier außen hin, baue mir die Farbe auf. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil meine Base halt sehr, sehr klebrig ist und ich nicht weiß, wie viel Fallout die Palette hat. Aber schieß hier. Gib mir die wirklich direkt in meine Lidfalter. Schaut man selbst auf so einer halb feuchten Base, lässt sich das richtig gut ausblenden. Und die Farbe ist extrem deckend. Also ich bin zwei, dreimal jetzt vielleicht hier reingegangen. Wir machen das Ganze nochmal hier. Wow, sehr, sehr satt die Farbe. Mega, ich nehme denselben Pinsel, gehe in dieses warme Backsteinrot und blende jetzt das Braun hier so ein bisschen aus. Selbst die hat richtig Bums. Nur ganz leicht. Und die Farben lassen sich auch beide miteinander extrem gut mischen. Also ihr seht kaum einen Übergang. Und ich habe jetzt hier wirklich nicht viel Arbeit reingesteckt. Überlege gerade, mich an die anderen City-Paletten zu erinnern. Ich weiß nicht, wie ich die fand. Ich glaube, es war auch so eher, ich glaube, diese eine Pastellfarbe, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, die war eher so ein bisschen softer. Aber die Farben haben richtig Schmackes. Ich gehe jetzt mit einem anderen Pinsel von Catrice, ist das glaube ich, hier in dieses Senfgelb. Hat auch ein bisschen Kickback und damit blende ich jetzt das Rot hier oben aus. Baue mir die Farbe so ein bisschen auf. Wow, wow, wow. Überragend. Wie eine teure Palette. Ich gehe jetzt nochmal in das Backsteinrot und blende das hier nochmal so ein bisschen rein. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich ziehe mal keine Cut Crease und wir probieren mit einem angefeuchteten Pinsel, der ein bisschen flacher ist. Wir nehmen jetzt einfach auch das Spray hier. Und gehen als erstes in dieses helle Champagner und ziehen uns damit die Cut Crease. She's bright. Okay. Ich finde auch, dass die Farben extrem gut aufeinander abgestimmt sind. Und mit demselben Pinsel und gehe ich hier in den Ton daneben. Der ist so ein bisschen rot-branchstichiger. Ich hätte mir jetzt noch ein dunkles Braun gewünscht, um das hier so ein bisschen besser, also ein dunkles Schimmerbraun, um das ein bisschen besser zu verblenden. Deswegen nehme ich jetzt nochmal den Pinsel von eben, gehe in das matte Braun und blende das hier so ein bisschen rein. Sehr, sehr schön. Ich gehe nochmal mit dem kleinen Pinsel in das dunkle Braun, setze mir das hier an meinen unteren Wimpernkranz. Für meinen Inner Corner nehme ich hier einen kleinen doppelseitigen Pinsel von Essence und gehe in das Blau, was ich eine schöne Ergänzung finde. Das gibt nochmal so einen richtig schönen Pop-Effekt. Mega. Also ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich zu der Lidschattenpalette sage. Ich finde, das ist die beste von diesen City-Paletten. Ich habe nicht alle ausprobiert, aber ich glaube, ich habe die Hälfte mindestens ausprobiert. Und die ist wirklich, wirklich schön. Wir machen weiter. Ich habe noch ein paar Produkte, Freunde. Noch nicht abschalten. Es geht noch weiter. Ich habe nämlich hier noch eine Mascara. Auch die ist aus dieser Hello Good Stuff Reihe. Und ich glaube sogar, dass es die schon mal in der Limited Edition gab. Und die lief wohl sehr gut. Die ist mit Kokosnuss. Ja, mit Kokosnussöl und hat auch kein Mikroplastik mit drin. Das Bürstchen sieht recht schmal aus und was mir sofort auffällt ist, okay, sie riecht gut, sie ist nicht so extrem viel Produkt mit dran. Also kennt ihr, hier, warte mal, die von Charlotte Tilbury. Da ist so viel Schmand schon dran, dass mir das überall an den Augen rumfliegt. Ich curl jetzt meine Lashes mal nicht. Auf jeden Fall vegan, made in Luxemburg. Okay, die Mascara ist extrem schwarz. Ich gehe jetzt hier nochmal mit einer zweiten Schicht rüber. Ich glaube, ihr seht nicht so viel jetzt mit dem Lidschatten, aber der Schwung ist schön. Es ist echt nicht viel Produkt dran, aber genau so, dass es halt nicht schmiert. Also First Impression, ich kann auch natürlich jetzt nur eine First Impression geben, gefällt mir das sehr, sehr gut, auch in Kombination mit dem Lidschatten. Ich würde noch ein bisschen Kajal mit reingeben. Mega. Ich habe noch ein Produkt für die Lippen. Und das ist der Shine 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 Wet Look Lip Gloss mit Plumping Effekt in der Farbe Volume Please. Das ist eher so ein schöner Nude-Ton. Concealer Lips High. Sekunde. Ich sah aus wie Concealer Lips. Ich gebe mir vorher was anderes auf die Lippen. Und zwar, nee, das ist zu nude. Hier von Fenty gebe ich mir schnell rauf. Lass das Ganze kurz trocknen und gib mir jetzt noch mal ein bisschen was rauf. Der hat halt eine echt hohe Deckkraft gehabt. Also
Den mit einer sehr nudefarbenen Lippe. Ihr seht ja, wie der auffällt. Sieht wirklich sehr nass aus und so ein kleines bisschen Gebitzel merke ich tatsächlich auch auf den Lippen. Bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich liebe es. Es gab kein Produkt, wo ich jetzt gesagt habe, wow, First Impression war gar nichts. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich aber einfach dieser Brow Liner, weil es ein... Das ist genau meins. Ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Video und zu den Produkten sagt. Schreibt mir doch gerne ein kleines Feedback in die Kommentare und sagt mir gerne, ob ihr die Produkte schon habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben da lasst. Wir sehen uns beim neuen Video wieder. Ich danke euch, dass ihr hier wart und würde sagen, passt auf euch auf.